Die Spreefüchse im Freudentaumel. Kein Wunder, nach dem enttäuschenden letzten Heimspiel gab es an diesem Samstag einen klaren 28:20 Sieg gegen die TG Nötingen zu feiern. I think it was a really good game. We played really good in defense. Of course we had some mistakes, as always. Die Spreefüchse, heute einmal in Pink statt Grün, gingen als Favoriten in die Partie. Da das Hinspiel mit 31:30 noch eine ganz knappe Sache war, starteten beide Teams etwas zurückhaltend. Die Gäste kamen dabei in den ersten Spielminuten kaum durch die robuste Abwehr der Spreefüchse, die ihre körperliche Überlegenheit am Kreis gut ausnutzten. Offensiv war aber auch bei den Pink Ladies noch etwas Sand im Getriebe. Die Fehler fielen aber nicht wirklich ins Gewicht, denn auch heute konnten sie sich auf ihre zurzeit überragende Torhüterin Chantal Pagel verlassen. Mit der Einwechslung von Kapitänin Anna Blödorn kam dann etwas Leben in die bisher doch recht torarme Partie. Hier traf sie in der 11. Spielminute zum 3:2. Von nun an nahm das Spiel richtig Fahrt auf und die Spreefüchse erspielten sich eine 10:5 Führung. Bis zur Halbzeit konnten die Damen aus Nötingen noch etwas verkürzen, der Halbzeitstand 14:11. We had a first half a little tough. But then we got in the second half really good and I think we got far away in the result. Nach Wiederanpfiff ging es bei den Spreefüchsen offensiv nach vorne. Ein schneller 3:0-Lauf sorgte für eine doch klare 6-Tore-Führung. Hiervon konnten sich die Gäste, die in Berlin unglücklicherweise auf ihre Topscorerin Sarolter Semenci verzichten mussten, nicht mehr erholen. Eine Spielerin war bei den Spreefüchsen heute besonders hervorzuheben, die 17-jährige Linnea Sophie Höbbel. Im letzten Jahr noch in der A-Jugend aktiv, machte sie gegen Nötingen ihr bisher stärkstes Bundesligaspiel. Mit 5 Treffern und 3 erfolgreichen 7 Metern war sie nicht nur maßgeblich am 28:20 Sieg beteiligt, sondern wurde auch als Spielerin des Tages ausgezeichnet. So we're gonna go step by step and do training this week and we hope we do all right in the next weekend. Am nächsten Samstag wartet an der Weser eine Pflichtaufgabe auf die Spreefüchse, der mitten im Abstiegskampf steckende SV Werder Bremen.